Die höchsten Pegelstände meldet heute Passau. Über 8 Meter hoch steht die Donau am Mittag. Damit gilt laut Hochwassernachrichtendienst Bayern die Meldestufe 3, gleichbedeutend mit vereinzelten Überschwemmungen von Grundstücken und Kellern. Aktuell sind mehrere Straßen gesperrt. Der Aufbau von Hochwasserschutzwänden konnte rechtzeitig abgeschlossen werden. Anwohner und Ladenbesitzer sichern Häuser mit Sandsäcken. 10 Jahre haben wir Ruhe gehabt. Jetzt kommt schon wieder. Neben den Wasserständen sorgen auch die Fließgeschwindigkeiten für Gefahr. In Vohburg wird seit Montagabend eine vermisste Person in der Donau gesucht. Da der Fluss mit Geschwindigkeiten von bis zu 30 Stundenkilometern fließt, können bislang keine Taucher ins Wasser. Stattdessen setzen die Rettungskräfte eine Drohne ein. In Wasserburg scheint das Schlimmste, zumindest vorerst, überstanden zu sein. Nachdem der Inn vergangene Nacht gegen 2 Uhr seinen Scheitelpunkt bei 5,55 Meter erreicht hat, sinken die Pegelstände heute. Laut Hochwassernachrichtendienst sei mit der Höchstwarnstufe 4 und damit größeren Überflutungen bebauter Gebiete nicht mehr zu rechnen. Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Stadt Wasserburg. Der Inn geht auch in Rosenheim wieder zurück. Meldestufe 3 wird hier nicht mehr erreicht. Dennoch bleiben Uferwege für Fußgänger und Radfahrer weiterhin gesperrt. Bis zum Abend können im Voralpenland noch bis 20 Liter Regen pro Quadratmeter hinzukommen. Morgen sollen laut Hochwassernachrichtendienst die Regenfälle in Südbayern aufhören und damit auch die Hochwassergefahr abnehmen.